Zirkus ist mein Leben. Meine Zukunft. Zirkus, meine Berufung. Macht euch das Spaß, hier im Zirkus zu arbeiten, oder wie ist das? Seid ihr da immer so aufgeregt? Ja, manchmal ist man schon aufgeregt, aber manchmal geht's auch. Und wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt noch jünger. Machst du das auch gerne oder ist das für dich schon ein bisschen anders als für die Größeren? Mir macht das gerne alles. Haben eure Eltern und so euch aufgefordert oder habt ihr das freiwillig gemacht? Nee, haben wir nicht freiwillig gemacht. Also haben eure Eltern euch dazu aufgefordert? Ja. Und hast du da gleich Ja gesagt oder wolltest du erst nicht? Doch. Gleich von Anfang an? Nö. Hast du es gleich von Anfang an gemacht oder nicht? Doch. Wie habt ihr das einstudiert? Habt ihr gleich von Anfang an gesagt, so das will ich machen? Oder musstet ihr erst herausfinden, was nun euer Können ist? Also, wir mussten erst mal gucken, was uns interessiert. Also, mich hat zum Beispiel Jonglieren interessiert. Habe ich meine Tante gefragt, ob sie mir das lernt. Und habe ich immer weiter probiert. Also, von Anfang an, als ihr das machen wolltet, habt ihr das da gleich gekonnt oder sind die da die Bälle gleich auf den Kopf gefallen? Also, am Anfang ist es so, es fliegt wie jeden anderen auch was runter, aber Übung macht den Meister. Ja, und du machst ja das dann mit den Schwerterkisten. Hattest du am Anfang Angst oder haben dir deine Eltern das erstmal erklärt, wie das alles gemacht wird? Nee, ich hatte am Anfang Angst. Sind die Schwerter eigentlich spitz oder sind die ganz stumpf oder so? Die sind spitzig. Also, ich möchte ja jetzt nicht fragen, wie ihr das gemacht habt. Aber wenn du jetzt Zuschauer wärst, würde dich das interessieren? Nee. Hast du, als du zum ersten Mal Hula Hoop gemacht hast, hast du das schon vorher gekonnt oder hast du gesagt, so das möchte ich machen, weil ich das schon kann? Also ich habe gesagt, weil ich das schon ein bisschen konnte, habe ich gesagt, dann mache ich das und lerne noch ein paar Tricks dazu. Und so habe ich mich dann immer weiterentwickelt. Und mit wie vielen Hula-Hoop-Reifen, also was ist dein Rekord, wie viele Hula-Hoop-Reifen hast du schon am meisten gehabt? Also in der Vorstellung hatte ich bis jetzt immer 10. Und bei also zu Hause, wo ich immer probiert habe mit meiner Cousine, dann waren es 15. Ihr seid doch immer im Zirkus und wann geht ihr da zur Schule? Also wir gehen immer dort zur Schule, wo gerade eine in der Nähe ist. Wir haben dann noch so ein blaues Buch. Da werden unsere Leistungen reingeschrieben, wird dann zu unserer Heimatschule geschickt und die stellen uns dann ein Zeugnis zusammen. Ich bin die Michelle. Ich habe euch vor 4 Jahren schon einmal interviewt, aber ihr könnt euch ja trotzdem noch mal schnell alle vorstellen. Ich bin der Steven Spärlich. Vivian Spärlich. Jason Rosner.
Teile und großen Haar. Super. Ich wusste gar nicht, dass ihr Zwillinge seid. Erzählt mal, versteht ihr euch besser als andere Geschwister? Geht. Geht. Das heißt, also habt ihr ein gutes Verhältnis so? Ja. Eigentlich verstehen wir uns richtig gut. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Was sind eure Lieblingsfächer in der Schule? Sport. Bei dir auch? Ja, Sport. Wie reagieren denn eure Mitschüler und eure neuen Lehrer, wenn ihr neu an die Schule kommt? Kommt drauf an, manche reagieren geschockt und manche sind dann auf einmal gleich freundlich und manche müssen sich halt erst dran gewöhnen. Wie habt ihr euch denn artistisch so entwickelt? Seid ihr weitergekommen? Ja, ich denke mal, wir sind relativ weit gekommen in den 4 Jahren und was dann später noch kommt, das werden wir dann sehen. Und du, was machst du denn jetzt in letzter Zeit so als Artist? Also ich habe noch keine Nummer, aber ich habe jetzt erstmal jede Sache probiert. Vor 4 Jahren hast du ja mit 10 Reifen Hula Hoop gemacht. Wie viele Reifen sind es denn dieses Jahr? Jetzt sind es schon 20. Was wollt ihr denn später mal machen als Beruf? Auch Artist? Ja, auf jeden Fall wollen wir dabei bleiben. Wollt ihr jetzt einfach nur Artist werden, weil ihr eben das schon von Kind an gemacht habt oder ist es einfach Traumberuf? Traumberuf, also eigentlich beides, weil du wirst als Kind da reingeboren und kennst nichts anderes, da willst du das natürlich dann auch weitermachen. Vor 4 Jahren hast du uns ja gesagt, dass man als Artistenkind schon ein bisschen zum Zirkus gezwungen wird. Wie ist denn deine Meinung heute? Findest du es schön, im Zirkus zu arbeiten? Ja, das ist schön. Möchtest du auch wie deine Geschwister später im Zirkus arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr so die anderen Kinder seht, wünscht ihr euch da auch manchmal, dass ihr lieber ein normales Leben führen würdet, also lieber an einem Ort mal bleiben? Nee, weil man sich daran gewöhnt hat und dann kennt man eigentlich nichts anderes. Und wollen wissen, was ist aus euch geworden? Wie habt ihr euch denn artistisch weiterentwickelt? Seid ihr bei euren Darstellungen geblieben? Macht ihr jetzt mehrere Sachen? Wie habt ihr euch entwickelt? Im Großen und Ganzen ist das so geblieben. Man versucht halt bloß noch ein paar Kleinigkeiten zu verfeinern. Man hat natürlich auch ein paar andere Sachen ausprobiert, ob einem was liegt oder nicht. Man muss ja auch gucken, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt. Also ich habe meine Nummern beibehalten, Hula Hoop und Trapez. Nur wir machen jetzt seit diesem Jahr eine Feuershow mit dem Steven zusammen. Die haben wir jetzt neu, aber ansonsten ist eigentlich so alles geblieben. Hallo Jason, du bist uns ja nun zugeschaltet, da du woanders bist. Und nun haben wir auch ein paar Fragen an dich. Du gehst ja im Moment noch zur Schule. Macht es dir eigentlich noch Spaß? Ja, Spaß macht es mir schon. Ich schreibe auch gute Noten zurzeit. Meine Lieblingsfächer sind Sport und Kunst, etwas Deutsch. Und wenn du die Schule abgeschlossen hast, wie stellst du dir dann deinen weiteren Weg vor? Möchtest du auch beim Zirkus bleiben, so wie Vivian und Steven? Ja, ich bleib beim Zirkus. Das ist so eine Familie. Wir bleiben alle da. Und worauf hast du dich im Moment beim Zirkus sozusagen spezialisiert? Was ist sozusagen dein Talent? Was machst du in der Show? In der Show mache ich nichts. Ich bin Techniker. Ich mache Licht und Musik. Das ist eine schwierige Aufgabe im Zirkus, weil man da halt sehr viel Konzentration braucht, aber ist schon super.
Wie stellt ihr euch da jetzt euren weiteren Berufsweg vor? Habt ihr vor, im Zirkus zu bleiben oder gibt es noch irgendwelche anderen Ziele, die ihr im Moment in Aussicht habt? Für uns ist es ganz normal, dass man dann im Zirkus bleibt. Wenn man hier aufgewachsen ist, kann man sich eigentlich gar nichts anderes vorstellen. Wir haben uns jetzt hier eingearbeitet, bei dem Projekt Zirkus mit den Kindern zu arbeiten. Und da sind wir jetzt auch schon seit anderthalb Jahren dabei. Das gefällt uns eigentlich gut und wir machen das eigentlich auch. Also wir denken, wir werden das auch noch im späteren Leben so weiterführen.